Eingediegenes, hallo Bro und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Ja, liebe Freunde, okay, jetzt bin ich wieder safe. Ich muss ja mal kurz zu Atem kommen. War gerade ein bisschen hektisch hier in dem Dorf, habe ich noch Informationen gesammelt. Wo geht's jetzt hin, wird sich der andere fragen. Ja, kurz zur Aufklärung, ich habe hier neue Infos gesammelt. Wir haben hier ein neues Gebiet freigeschaltet mit eben neuen Missionen. Aber wir machen jetzt den letzten, unter Anführungszeichen, letzten Story-Einsatz in diesem Gebiet. Wir schnappen uns jetzt Yuri und El Polito. Wir wissen, wo Yuri und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten sie die beiden, egal wie. Okay, der Auftrag ist ganz klar und verständlich, würde ich mal ganz stark behaupten. Da kennt man sich aus, was gemeint ist. Ja, es regnet hier in Bolivien. Die Helisteuerung ist nach wie vor eigentlich kacke, wenn ihr mich fragt. Weil das ist, sehr, sehr schwammig. Ist jetzt aber, der kann die... Ich hoffe mal, ich kann das demonstrieren. Also ich hoffe es zumindest. So, pass auf. Ich drücke jetzt leicht den Stick nach vorne. Er neigt sich, er neigt sich, er neigt sich, er neigt sich. Haltet, haltet, haltet. Ja, sitzt selber und da schwingt er wieder zurück. Das ist so saukomisch, als würde er es nicht schaffen, die Fahrt, also er, die, das, Fahrsteuerung, sitzt selber und dann geht er auch direkt nach unten. Das ist echt, echt saukomisch gemacht, warum eben die Richtung, die ich mit dem Neigungsbefehl ihm gebe, er nicht haltet. Das ist, sitzt selber, rechts haltet er, links haltet er, ist er selber, das haltet er, ja. Die Kamera geht dann automatisch etwas mit, was ja gut ist, weil sonst würde man sich hier gar nicht mehr auskennen. Aber das Vor- und Zurückneigen ist da genau anders. Ich verstehe das einfach nicht, warum das so komisch gemacht ist. Aber nun gut, aufregen bringt nichts, es sollte nur ein kleiner Hinweis sein. Ich versuche das Beste rauszuholen. Wir kümmern uns jetzt um La Yuri und El Polito. Die sind hier in so einer scheiß Hütte hier untergebracht. Ich wette, die sind mega, mega gut gesichert. Wir werden das Ganze mal mit dem Heli ein bisschen umfliegen, um mal zu schauen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ja, wie? Okay. Das sieht jetzt nicht aus, als wären da 10 verschiedene Einheiten an Soldaten am Start. Sieht zumindest nicht so aus. Wir werden uns aber hier außerhalb des gelben Kreises in Sicherheit quasi landen. Das ist ja im Endeffekt der erste Bossfight, um ehrlich zu sein. Wir werden hier landen, werden dann hier eben den Felsvorsprung nutzen. Ja, der Blitz hat uns schön die Richtung angezeigt, wo wir hin müssen, und werden uns die zwei schnappen. Ich bin jetzt selber gespannt, was dabei rauskommt. Jawohl, die sanfteste Höhenlandung des Tages. Ich habe auch waffentechnisch ein bisschen umstrukturiert. Okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel Schuss bei mir. Ich habe mir auch ein Upgrade gezogen, dass ich mehr Munition tragen kann. Da habe ich nämlich Bullshit erzählt. Man kann seine Munitionskapazität sehr wohl erweitern. Da muss ich mich jetzt kurz korrigieren, und nämlich Munitionskapazität prozentual wird das erhöht. Das habe ich mir schon gecheckt, weil halt eben aus dem einfachen Grund Munitionsknappheit noch immer herrscht, obwohl ich jetzt eigentlich schon auf 25% ankomme. Okay, mega lag war das gerade, was auch immer das zu bedeuten hat. Ich bin jetzt da ein bisschen schon bange, um ehrlich zu sein, weil ich hatte schon heute einen PC-Absturz, was ich als Fazit schon tragen musste. So, die beiden sind da in ihrer Hütte versteckt. Mich wundert, dass die nicht besser bewacht sind, um ehrlich zu sein. Das wundert mich ganz, ganz stark.
Ich habe auch nicht mehr zu viel Schuss zum Start. Dass Polito pervers sind und dass wir Sandoval rächen, aber machen wir es sauber und ordentlich. Jo. Das ist nie sauber und ordentlich. Was sagt man über Rache als eine Speise? Hm, na, dass sie kalt serviert wird. Okay, lass es einfach nicht ausarten. Mich wundert das echt, dass hier keine... Ich bin saugespannt, wie der Bossfight jetzt aussieht, weil wenn da nur die zwei drin sind und ein bisschen Schaden fressen, wäre mir das persönlich zu wenig. Für eben einen sogenannten Bossfight. Das Spiel speichert auch sehr oft zwischendurch, ist mir aufgefallen, was ja grundsätzlich gut ist. Aber zieht auch nicht nur einen Vorteil mit sich, um ehrlich zu sein. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Ja, ich bin jetzt selber. Wir haben Gegner in der Nähe. Ja, ich dachte mir schon, das wäre einfach zu easy gewesen. Da werden wir kurz mal. Ich hab fast die Drohne vergessen. Hä? Sind da eine Höhle drin oder was ist da los? Der Mieter steht schon bei der Haustür, der klopft schon an. Bin ich jetzt doof oder? Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt hier rein und machen das einfach. So, wir sind jetzt direkt hier bei der Jagdhütte. Das ist so sau spannend, Freunde. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Aha, das ist hier unterirdisch, vermutlich. Ach, das ist eine perverse Hütte, das sehe ich schon. Ja, das war ja klar. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Wer warst du, bevor du mich getroffen hast? Mamacita, ich war niemand, ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Da sind die zwei Schweine. Ach Gordo, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ja, leck mich, ist die hässlich. Völlig verschwommen, bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Ja, Alter. Ja, passt. Stellte ich mir vor, er hätte versucht, dich zu berühren. Amor. Du bist so eifersüchtig. So, jetzt geht's aber. Gegner getroffen. Die hauen ab, das war ja klar. Boah, fuck, 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 fuck. Da habe ich wieder mal komplett übersehen. Scheiße, was hat die? Verluste, reißt euch zusammen, wir haben Verluste. Das ist schusssicheres Glas, das ist... Fuck. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Boah, Alter. Das war jetzt zum Beispiel wieder meiner Meinung nach ein bisschen ein Glitch, weil... Ihr habt's gesehen, ich hab da... Mein, klar kann man durch so Gegenstände wie sowas oder ähnliches locker durchschießen. Ja, die fette Olle, da liegt sie mit gespreizten Beinen. Das ist irgendwie eklig, um ehrlich zu sein. Meine Fresse, hast du ein dickes Kinn. Der andere ist natürlich hier nach unten abgehauen. Der hat sich bestimmt auch eingekerkert. Polito ist tot. So. Judy und Polito sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so oh mein Gott. Als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Klar. Tja, ich fühle mich großartig. AK-47 und 3 Fertigkeitspunkte.
Okay. Wir haben auf alle Fälle mal den ersten Boss ausgeschaltet. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bowman Ende. Das ging ziemlich fix. Schauen wir uns das Video kurz an. Ah, okay, das Kartell zerlegen, bla bla bla. Ja, da muss man halt strukturiert hier eben das Ganze durcharbeiten, nehme ich mal ganz stark an. Oder halt je nach Lust und Laune, sage ich jetzt mal. Video. Unsere Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? Nein, Chefe. Er ist mein Bruder, Svenjo. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Toten von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte. Okay. Jetzt habe ich mir mal einen Schluck gegönnt. Alles klar, da haben wir also quasi auf... Ah, das ist hier so ekelhaft. Das Ding ist einfach, dass ich traue mich fast behaupten, in real sieht es nicht anders aus. Ja, wenn da irgendwo bei einem Drogenkartell jemand etwas gegen den Strich geht, dann wird da genauso gehandelt. Also ich glaube, so weit hergeholt... Ah, du... Uschi, du bist zu hässlich, das ist furchtbar. Hat man da endlos Schuss mit dem Ding oder was da los? Weil die vorhin einfach... Ja, tatsächlich, da hat man nicht mal... Deshalb konnte die einfach ballern, wie es ihr einfiel. Hässlich. Aber nun gut, wir müssen jetzt wieder hier raus. Wir haben, Gott sei Dank, jetzt mal 2 Arschlöcher in der Spielewelt von Bolivien beseitigt. Ich habe meinen Charakter auch eben schon ein bisschen getunt, mit Ausdauer etc. Also ja, da geht auch schon was, sag ich mal. Irgendwo gibt es hier noch... Da haben wir's. Wir lassen Medikamente. Wissen, wo sie den... 18 Punkte verfügbar. Jetzt überlege ich halt ganz stark, was ich mir ziehe. Ach, das kann ich wieder nicht, aber das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Stabiles Zielen ist auch keine blöde Idee. Die Batterie der Drohne aktuell noch vergrößern brauche ich nicht. Nachtsicht ist auch noch nicht erforderlich. Was haben wir denn noch? Splittergranate, Fallschirm. Fallschirm wäre eine Option. Obwohl Fernglas-Zoom dann schon eher wieder interessant ist. Weil ich sag mal so, je weiter man schon im Vorhinein auskundschaften kann, umso besser kann man sich platzieren. Das macht wirklich sehr, sehr viel aus. Schusswiderstand. Da ziehen wir uns was. 5% Schadensminderung. Das macht bestimmt wieder was aus. Ja. Geben wir uns gleich direkt, weil ich halte aktuell gar nichts aus, was das betrifft. Und Fernglas Zoom geben wir uns auch noch. Perfekt. Ja, das Wiederbelebungstempo, okay. Deinen letzten Simultanschuss, das wird dann das nächste. Das habe ich bei der Beta auch direkt geholt. Da kannst du dann auf alle 3 deiner Teamkollegen zugreifen als Simultanschuss. Und das macht halt dann schon wirklich Sinn, wenn man zu viert dann quasi einen gezielten lautlosen Schuss abfeuern kann, dass ich es rausbringe. So, da haben wir wieder ein Heli als Reisegerät. Die sind ausgeschaltet, Sicherheit destabilisieren. Genau, den Bereich Sicherheit ist ja eben, haben die beiden dazugehört. Jetzt muss ich mal, Haus eines Sicarios, Jagd auf Rebellenagenten. Da fliegen wir mal kurz hin. Ich weiß jetzt nicht genau, was da auf sich hat. Auch wenn wir es Nacht haben, dann macht es das Ganze gleich noch interessanter. Munition brauche ich nämlich auch noch. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. So. Hier im Scheinwerfer fliegen wir hin, dass wir ja gleich natürlich
mal ganz gechillt ankündigen, wer wir sind. Ich glaube, dass es ziemlich egal ist, dass es kein wie der rumschaukelt hier. Ich glaube, dass es ziemlich egal ist, ob man hier mit Licht fliegt oder nicht bei Nacht. Ich glaube, man sieht sich daraus keinen weltbewegenden Vorteil, würde ich jetzt fast behaupten. Schauen wir da kurz, ob da etwas Besonderes ist. Ach, da war ich eh schon mal. Drum ist es auch grau hinterlegt. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Da holen wir uns noch was. Den Hubschrauber stehlen. Das hat ja nicht ganz geklappt letztes Mal. Auswählen. Okay. Wer sich zurückerinnern kann in der letzten Folge, der Titel, der klaut mein Heli. Da hätte ich wirklich einen Hubschrauber quasi auch im Zuge der Informationsbeschaffung sichern können, aber habe ich voll verkackt und der Kommandant da ist mit dem Heli abgehauen. Natürlich nicht so prickelnd, logischerweise. Der wird sicher wieder sehr gut bewacht. Ne, ist nicht so schlimm. Das sind drei Ziele, was ich hier zähle. Habt ihr den schon gehört? Sitzt ein Seemann in einer Bar? Kenn ich schon. Feuer. Ist mir scheißegal. Claro. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Der Tango weiß, dass was faul ist. Ihr Leutnant verpisst sich. Hey, jetzt haut der wieder ab. Ich glaube, ich spinne ein bisschen. Ich werde dann jetzt einfach nachfliegen, den Jungen. Ja komm, flieg vorwärts, du Clown. Ja, die Verstärkung hier unten ist mir egal. Das sind nur eine Handvoll Gegner. Ich will mal gucken, was ist. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Okay. Da bin ich echt so doof oder der checkt das wirklich so stark, dass der gleich immer mit dem Hubschrauber abhaut. Das kapiere ich selber nicht ganz. Da kommen 100 Meter sind wir auseinander, das ist ja nix. Der möchte hier sicher irgendwo landen. Feuer! Schieße! Habe ich ihn bei den Eiern. Also ich hoffe es zumindest. Sind alarmiert. Wow, 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 wow. Ja, da kann man schon mal gegen den Berg krachen. Das macht ja nichts. Ja, aber das ist hier reine Zeitverschwendung, wenn ich dem nachfliege, weil ich glaube nicht, dass der hier irgendwo dann in den Landeanflug geht. Kotzt das schon wieder an, wirklich. Wieso haut denn der immer gleich ab? Ich verstehe das nicht. Aber jetzt lassen wir ihn. Jetzt wäre es interessant, ob der irgendwo dann da landet. Ja, stehlen Sie den Hubschrauber. Ich kann aber auch schlecht einfach reinspringen hier. In der Luft von Helikopter zu Helikopter. Alter Schwede, was ist da los? Bereit, Feuer frei. Okay. Rakete war im Flug. Was? Boah! Oh mein Gott! Was war das? Ja, scheiße, Mann! Alter Schwede! Was ist das, Junge? Die kommen immer mit neuen Tricks auf einen zu. Das ist ja richtig krank. Aber jetzt wird es mir zu doof, wirklich. Wir holen uns jetzt das hier da. Das soll ja mit dem Hubschrauber abhauen, ist mir doch egal. Soll er machen, ist doch wurscht.
Es ist bewacht hier von zwei so Schlümpfen. Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Jetzt ist er weg, okay, Gott sei Dank. Deaktiviere die Antenne, ja. Dann deaktiviere ich sie und was kommt dann dabei raus? Dass wahrscheinlich ein Haufen Arschgeigen hier angekrochen kommen und... So, wir landen jetzt einfach mal den Vogel. Der eh schon wieder fast am Abfackeln ist. Markieren, Hauptmann. Da ist noch ein Tango. Und das macht drei. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Okay, ich sehe leider nichts. Im Sichtmodus. Ja. Junge. Die schießen halt ziemlich random. Tango ist tot. Ich hab der da. Oh Mann, das kommt ja auch nicht so. Ich hab noch immer keine Munition. Die Antenne ist hin. Auf zur zweiten, schnell. Meine Fresse. Das habe ich komplett vergessen. Ach du Schande. Ja, lässig. Dann direkt nochmal rein in den Hubschrauber. Hubschrauber, Helikopter, ich weiß aber nicht. Ja, komm. Bin drin, vorwärts. Ernsthaft. Das ist jetzt aber nicht ein scheiß Ernst. ja, das war's auch schon wieder. Mit der Nebenmission. Hey, jetzt läuft ja gar nichts mehr. Jetzt spiele ich ein paar. Jetzt spiele ich nur ein paar Minuten und dann kommt das dabei raus. Hey, komm, bis ihr hier im Wagen seid. Werdet mehr. Möge Santa Muerte euch segnen. Amen. Ach, der scheiß Radio hinten an hier. Da ein bisschen das Gemüse. Ich sehe gar nichts. Und vorbei. Tschüss. Ach, scheiße, das nächste Mal müssen wir schneller sein, sonst kommen wir. Hey, das weiter. Ist unglaublich, ne? Unglaublich einfach. Jetzt können wir das mit dem Heli nochmal probieren. Auch wenn gerade Nacht ist. Alter Schwede, das ist ja nicht mehr zu fassen. Wenn es einmal einreißt, reißt richtig ein, ne? Das ist ja... Autoschrotten ist ja auch ein Ding der Möglichkeit hier, also die fangen halt irgendwann zu brennen an. Okay, gut, ein Ding der Möglichkeit ist ein bisschen doof ausgedrückt. Ja, passt. Wenn ich sonst nichts treffe, treffe ich einen Laternenpfahl bei Nacht. Ohne Scheiß, jetzt habe ich echt schon wieder überhaupt keine Lust. Jetzt werden wir hier voll durch das Lager bolzen. Sind die doof oder sind die doof? Ja. Beides. Jetzt bin ich gespannt, ob's jetzt was wird. Der Nachtzyklus ist mir persönlich... Ja. Passt. Was war in der letzten Folge? Da bin ich auch da reingesprungen. Ich schaffe es einfach eiskalt zweimal in dieselbe Stelle reinzuspringen. Komm, fahr jetzt mit deiner Keksdose, gibt's ja gar nicht. Junge, 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 Junge. Dann laufen wir den Rest. Das ist doch wirklich die größte Scheiße hier gerade. Alter Schwede. Wenn's drauf ankommt und man so quasi glaubt, man kommt so in eine Routine rein. Wir sind ein paar Narcos, dicht am Container. Dann hat man auch direkt verkackt. So. Und bei meinem Glück werde ich jetzt das wahrscheinlich auch versäbeln. Weil ich sehe nämlich gleich 0.
Die sind da hinten draußen. Und wo ist der Rest der... Hab das Ziel. Bin schussbereit. Öffne Feuer. Der Kerl ist hin. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Alles okay, alles okay. Ja, jetzt muss ich hier auf Cooldown warten. Oh fuck. Boah, hoho. Im Schutz der Nacht hat man einfach den kleinen Vorteil, dass die einen nicht sofort sehen. Aber das war jetzt auch mehr Glück als Verstand. Ja, leck mich. Alles gut, alles gut. Aber so dunkel ist ja gar nicht hier. So schnell rein hier in den Versorgungsheli. Boah. Unidad Heli, das ist ein großer Junge. Ich fliege. Da kommt mal ran. Und ab damit, mit dem Vogel. Dann könnte man ja auch fast tragen, ja, das ist nicht mal ein Kilometer. Ist das schwach. Kann der schießen? Ich muss jetzt unbedingt hier in meinem Unterschlupf hier, soweit ich mitbekommen habe, dürfte das ein Unterschlupf sein, sonst würde man halt da nicht so oft was hinbringen. Munition auffüllen. Hier sind wieder ein paar Kühe, die werden wir dann... Ach komm, scheiß drauf, gibt's Rinderverhacktes heute, ist doch egal. Ja, die Farm hier. So. Hua, lässig. Haben wir das wenigstens geschafft? Bin ich froh, Freunde, wenn ich ehrlich bin. Gibt's hier keine Munition? Hey, das ist aber ein Scheißwitz, oder? Hey, ihr habt... Nee, ernsthaft. Was soll ich da noch sagen? Da vorne, wenn ich mich nicht täusche, dürfte... Ja, da ist eine Munitionskiste, endlich, Alter. Auf der Brücke. Ein Leutnant, ja, und das juckt mich so ein scheiß Leutnant, ernsthaft. Den werden wir jetzt einfach mal ganz gechillt wegflanken in der Morning. Das Geile, was man aber dem Spiel nicht überreden kann, ist halt die Art und Weise, wie auch bei Schüssen über längere Distanzen eine Verzögerung eintritt. Ich finde das mega genial. Boah, da haben wir einen dicken Jungen. Das ist ein Treffer. Ja, nichts gegen meinen Großkaliber, da kann er mal ordentlich sich eine Scheibe abschneiden. Sag mir wo. Da an den Ruinen. Kundschaftet der jetzt für mich aus oder was ist da los? Haben wir die wieder aufgeweckt. Ich zeige mal jetzt hier eine... Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Verstanden. Ausgesperrt. Das war's mit ihm. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Verstanden. So, das gibt jetzt Offensivtaktik. Die stürmen da jetzt vor, meine Leute. Laut Theorie. Sie kommen hier lang. Greife an. Hab keine Tangos auf dem Radar. Okay. So kann man die auch vorschicken. Aber ich habe vorgesehen, die können ja sehr wohl auch sterben bzw. Schaden nehmen. Von daher ist das vielleicht gar nicht so klug, die immer so als Kanonenfutter vorzuschicken. Na gut, wir lassen es auch
jetzt hier schon wieder gut sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. War ja nicht so ereignisreich als die Folge davor, aber wir haben doch wieder was geschafft. Wir haben El Polito und Juri irgendwas, also die dicke Uschi und der mageren Hans erledigt. Von daher bin ich raus, verabschiede mich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge im nächsten Video. Klickt euch hier ordentlich rein, abonnieren nicht vergessen. Und ich bin raus. Tschüss, ciao und bye bye.